jetzt fehlt noch die Cam. Da ist vielleicht die Cam. Nein, da ist die Cam. Da ist die Cam. Ist die Cam ist aus. Da sehen wir uns. Das ist die Cam. Dann ist die Cam einfach nur black. Cool. Hi, herzlich willkommen zum Hangi. Till, Reinhard und ich haben Bock, jetzt noch ein bisschen zu ballern. Ja. Wir spielen Broforce. Und wir spielen aber, machen Vierplayer-Modus. Wir hosten gerade eine Runde online. Also wenn ihr jetzt gerade, warte, ich packe mir das mal ganz kurz hier durch, weil ich finde, das sieht besser aus. Wenn ihr Bock habt mitzuzocken, wir haben zwei Plätze frei. Unser Spiel, unser Broforce-Spiel heißt Bill Roy. Und das Passwort ist Bobby. B-O-B-B-Y. Bobby. Mal gucken, ob jemand dazukommt. Ihr könnt einfach joinen. Die ersten beiden, die joinen, schaffen es. Wir starten gerade neu. Und mal gucken, ob jemand joint. Ha! Okay, ich werde aber direkt die erste Map anfliegen und mal gucken, wer kommt. Also man kann halt mit maximal 4 Leuten spielen. Es ist ein Spiel für die ganze Familie und es geht um Freundschaft. Es geht, ja. Ach, das Ingame hast du unmuted. Danke dir. Cool. Oder man hilft sich gegenseitig. Man hilft sich gegenseitig. Schon. Man springt aus Hubschraubern. Gibt es eigentlich eine Altersfreigabe für das Spiel? Ich glaube, es gibt. Es ist, glaube ich. Früher wäre das mal indiziert gewesen oder so, weil es so blutig ist. Aber jetzt. Mittlerweile. Ja, völlig egal. Also, Ziel des Spieles ist es, Terroristen zu töten und Freunde zu befreien. Also Bros im Prinzip. Hier haben wir einen. Und man schaltet neue Spieler frei. Ich liebe das Spiel sehr. Es ist aber noch keiner gejoint, ne? Ah. Nee. Bobby ist das Passwort und Bill Roy ist das. Oh nein! Okay, ich bin Blade. Man sieht jetzt nicht mehr die Animation von den ersten 6 Leuten, die wir so freispielen können, weil wir uns gerade ganz kurz warm gezockt haben, weil ich musste Till Reinhard natürlich erstmal das Spiel erklären. Hier ist der Helikopter, wir können abmachen. Ja, komm halt nicht mit. Ich mag, dass man nicht viel vom. Ach so, ihr könnt nicht viel vom. Oh nein, Pip. Oh nein. Sorry. Ah. Was hast du gemacht? Ich hab das Picture in Picture vergessen. Danke euch. Wer hat jetzt nur uns gesehen? Das erste Level hat man nur uns gesehen. Ja, weißt du, 90 Minuten Hardcore, ja, das nur war auch wir ganz cool. Eingelocht. Ja. Nur um sich ich mal habe sehr gut gespielt. Ich habe sehr, sehr gut gespielt. Ja. Nur um sich mal an unsere fiesen Fressen zu gewöhnen. Genau. Jetzt aber. Jetzt geht's. Okay. Ah. Ja, du gehst mal direkt da runter. Ja. Wir können uns hier hochkneifen. Ich schieß mir lieber den Weg frei. Ich will aber diesen Bro hier für mich beanspruchen. Ist es eine neue Bro in Black? Boah, der hat diese zirpende Grille als Waffe. Das ist ein ziemlich geiler. Der sieht aus wie ein Strohhalm. Ich hätte ihn ja Bros Willis genannt. Er ist einfach der beste Milchshake-Trinker der Welt. So. Zirpende Grille, was hat der? Hat der Geblitzdings als. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen hier eher weiter oben lang. Es ist natürlich gut, dass du versucht hast, dich da unten lang zu schießen. Danke, Andi, dass du versuchst, mir eine Brücke zu bauen. Komm klar. Oh. Ja, warte mal, ich baue dir hier eine Brücke. Oh, wow. Das sieht aber gut aus. Das ist natürlich keine Brücke. Fuck. Ja, ich glaube, du musst einfach in ein Loch fallen. Ich bin gestorben. Ich bin jetzt hier unten. Ich würde natürlich hier lang gehen und mich hier wieder hochmessern. Ja. Aber ich habe auch Game Sense. Ich habe jetzt auch Game Sense. Oh, fuck. Nein, nicht die Brücke. Was denn? Jetzt mach die Brücke ganz kaputt, damit ich hier auch hochkomme. Okay, es geht auch so. Geht doch so. Kann man, also, gerade mal in den Chat, kann man joinen? Also hat es jemand versucht? Wir müssen, wir müssen raiden, bin natürlich ich. Das ist, weil wir das von meinem Account spielen, von meinem Steam-Account. Also ehrlich gesagt, Aldi ist gejoint. Hi, Aldi. Und er ist Robocop. Moin Aldi! Endlich ist Aldi dabei. Was mit Player 4? Will Smith ist Bro. Ja, ich habe natürlich voll den Fehler gemacht. Dustin Carter, du hast total recht. So, Aldi ist am Start. Und Aldi fällt direkt ins Loch. Aldi! Ich liebe dich jetzt und schon. Killerbot. Du lässt mich gut aussehen. Aldi und Killerbot sind unsere Freunde, mit denen wir spielen. Jetzt ist Till Reiners alleine im Game. Ja, das kann nichts Gutes heißen. Da unten könntest du jemanden retten. Da links unten ist jemand in der Box, aber du verlierst lieber. Jetzt sind wir wieder alle 4 da. Ja, mal gucken, wie die beiden sich schlagen. Also ich will erstmal ein bisschen unseren Kollegen zugucken. Killbot. Okay, Killbot rennt. Killbot ist einfach ein Pro. Die beiden machen es. Sehe ich sofort. Die beiden machen es. Wir müssen
Ja. Ich muss eigentlich nur versuchen, nicht zu sterben, was mir schon extrem schwer fällt. Geil. Ja, ich hab Ach so, das ist dieser Dude von den beiden, hier die beiden irischen Zwillinge in Amerika, die blutige Fahrt Gottes Boys. Und irgendwie, wenn nur einer von den beiden stirbt, lebt der andere noch weiter. Die haben auf jeden Fall so ein geiles Feature. Was ist da? Was ist da? Hilfe, was habe ich da gemacht? Was ist denn das? Ich glaube, du hast den Chat aktiviert. Nein, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt weiß ich wieder. Puh, ich habe irgendwas komisch gedrückt. Da. Ich spiele dieses Spiel auch so, als wäre es ein wirklicher Krieg, so, wo ich einfach nur versuche, mich zu verpissen. Ich habe Aldi wiederbelebt. Boah, ist das wild, ey. Ach, die reden mit uns. Da ist jetzt, okay, ach, jetzt peile ich das. Ja, ja. Ich habe tatsächlich den Chat aktiviert gehabt. Ja, du hast den Chat aktiviert. Okay. Ich habe dir erst nicht geglaubt, weil ich dachte, wenn Till rein ist, dann sagt in einem sein, Spiel. Das kann nicht sein, nein. Das kann einfach nicht sein. Aber nein, Aldi. Ja, Aldi, jemand fragt, ob du Aldi Nord oder Aldi Süd bist. Versuch mal, die Chat-Funktion zu aktivieren und das reinzuschreiben. Wir müssen eigentlich nur wissen, wo er wohnt, dann wissen wir, ob er Aldi Nord oder Süd ist. Dirty Brory. Dirty Brory. Hey, Dirty. Dirty Brory hat natürlich eine Magnum-Waffe, oder? Dirty Harry hat eine Magnum, oder? Ich bin down, aber ich lebe wieder als, wow, Dynamit Boy. MacGyver, glaube ich. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Oh. Das ist auch. Ja, wir zählen auf Aldi. Aldi ist der einzige alive. Als Terminator. Brominator. Aldi ist auf jeden Fall auch Aldi hat gut Bock. Im Game. Aldi hat richtig Bock, nochmal die Karte zu erkunden. Ja. Ja, er hat ja recht. Aber er hat ja vollkommen regelt. Recht mit seinem, ich will ihn mit adden. Moves. Wow, wir sind alle wieder da. Geil, er hat uns alle gerettet. Und wir sind beide wieder tot. Was ist da los gewesen? Ey, Aldi, guck mal, wie Aldi regelt. Mega. Oh. Zum Glück haben wir Aldi. Aldi teilt aus, ey. Bam! Danke, Aldi! Boom! Thanks for carrying. Carried away by Aldi. Carried away. So, nächstes Level. Okay, wir können anscheinend alle dieses Flugzeug steuern. Wir müssen allerdings zu C oder zu 3 fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal zu 3. C sind immer so Bonus-Levels, die ein bisschen schwieriger sind, wo man sehr viel nachdenken muss. Aber wir machen nach dem 3, würde ich sagen, wir fliegen mal die C-Mission an. Wirklich? Bei dem Spiel muss man nachdenken? Das wirkt ja nicht so. Ja, tatsächlich da wohl. Ah, Aldi ist Aldi Nord, sagt er. Sauber. Okay, hier sind die Hunde. Befreiungsaktion für den Bro hier. Ich glaube, irgendwer hat Legs. Guck mal, wie geil Aldi mit seinen Legs durch die Gegend hüpft. Tja, Killerbot. An Aldi kommst du noch nicht ran. Noch keine Glanzleistung gesehen. Boah, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich habe das mal mit einem Kollegen in einer sehr langen Nacht komplett durchgezockt. Das ist einfach das Schönste. Ja, nur, okay, jetzt Killbot und ich. Wir beide im Team. Und jetzt spinnt mein Controller ein bisschen. Warte mal. Sorry, Killbot, mein Controller ist... Okay, dann geht's. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose. Oh, jetzt habe ich diese geile EMP-Kanone. Das ist die zirpende Grille. Ich bin down. Das ist die zirpende Grille. Ja, das sind Hunde. Wir haben vorhin im Moin Moin noch über Hunde geredet. Und jetzt haben wir hier Hunde, die Killbot wegpeitscht. Ja, Killbot zeigt jetzt, was er kann. Er hat auf seinen Moment gewartet. Wahnsinn. Da ist sein Moment. Jetzt nicht versagen, Killbot. Jetzt. Oh, diese Peitsche ist ja fantastisch. Ja, sie braucht lange, bis sie killt. Komm, einfach auf die Fahne springen. Einfach auf die Fahne springen. Yes. Aber dafür killt sie auch. Ja. Killbot ist auch geil. Siehst du wohl, da hat er gezeigt, was er kann. Aldi Nord, Killbot. Ah. Ja, ein bisschen zurücklehnen hier. Nein, nein, nein! Aber irgendwas stimmt wirklich mit meinem Controller nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Kann jemand den Bro da rechts befreien? Danke, Killbot. Ich hab echt diesen Typen, also Bro Guyver, finde ich nicht so geil. Dieses Dynamit abladen. Ich hoffe, niemand hat darauf geachtet, was ich so mache. Das Ungünstigste.
So, Aldi muss wieder regeln. Aldi nur. Ja, Aldi ist ganz schwer auszurechnen für mich. Hast du gesehen, wie geil er das genutzt hat, diesen Schuss ja, nach unten war, und dieses Dampf? Ja, das macht er richtig gut jetzt. Er hat nämlich einfach Erfahrung in schweren Waffen. Guck mal, und da belebt der Killbot wieder. Ist das? Ach, da, ist er da James Bro Bond oder was? Guck mal, der hat vier verschiedene Specials. Einmal ein Cocktail. Wer ruft dich denn da jetzt an? Ich weiß auch nicht. Ich mach mal kurz lautlos. Vielleicht ist eine interessante Person, die da mit uns reden will. Danke, Killbot. Das ist Killbot, ne? Vier ist Killbot. Ja, habe ich gerade noch irgendwas gesagt, von wegen Killbot hat nicht gezeigt, was er ist, und jetzt holt er zwei Level nacheinander. Zu Recht. So, ich nähle hier alles weg. Kann ich auch mit Steuerkreuz spielen? Ja, dann mache ich das doch. Weil ich glaube, dieser der Stick ist ein bisschen eingerostet. Ich bin schon weiter. Aber ich warte auf euch. Ich mache hier einen Durchgang. Warte. So. Komm her. Vorsicht, fast! Oh Gott, hast du mich gesprengt, ne? Nee. Das ist nämlich das Gefährliche bei dem Spiel. Eigentlich sind es so, dass man sich selber sprengt. Genau. Und später, dass einem wie bei Boulder Dash so Steine auf den Kopf fallen. Aber diesen Raketenwerfer finde ich spannend. Ja, ich gehe das mal ein bisschen pfiffiger an. Ja, ja. Jetzt ist natürlich Feuerpause. Jetzt warte ich hier. Die Hunde. Oh nee, ich bin dagegen! Ja. Aber Aldi hat noch Leben. Aber es war natürlich auch eine denkbar ungünstige Waffe, um dagegen zu kämpfen. Er lässt die einfach links liegen. Das ist natürlich auch. Er legt sich gar nicht mit denen an. Kann man feige nennen, kann man auch taktisch nennen. Pfiffig. Ja. Das ist Tai Chi. Ja, alleine gegen zwei Dudes. Feng Shui. Feng Shui. Okay. Hier kann man lang rutschen. Ey, woran bin ich jetzt genau gestorben? Benutz mal Special oder so. Oh. Da unten, befreie uns. Wen befreit er? Brominator. Ach, ich glaube, man hat schon, wenn man online hostet, hatten wir schon mehr Leute gesehen, als wir überhaupt gespielt haben. Also als wir überhaupt freigespielt haben. Oh, bin ich jetzt der Brominator? Okay, da muss man vorsichtig sein. Weil der so einen krassen Rückschuss hat. Aber damit kann man dann weiter hüpfen, wenn man einfach in die andere Richtung schießt. Okay, ich warte hier, bis das Ding explodiert ist. Danke. Sehr gut. Okay, befreit den Bro. Nein! Oh. Ich bin in ein sehr tiefes Loch gefallen. Killbot und Aldi wieder allein im Feld. Du bist doch da. Ich bin. Oh, guck mal. Ach krass, ich bin gar nicht ganz runtergefallen. Ja. Scheiße. Jetzt bist du ganz runtergefallen. Wirst du nicht, dass. Nein, bist du immer noch nicht. Krass, ich hatte noch Leben. Ich habe immer noch Leben. Wo habe ich diese ganzen Leben her? Okay, einigen wir uns, wo wir lang gehen. Natürlich nach oben. Okay, Todesmaschine. Terror Cannon. Taking Terrorists. Eine Terrorkanone. Okay, meine Schüsse reichen nicht so weit. Wow! Okay, mir kam ein Amokläufer entgegen. Ihr müsst die Kanone besiegen. Geht dahin. Ja, ihr müsst. Jetzt nicht schlapp machen. Da unten ist noch ein Bro zu befreien. Okay, einfach auf der Terrorkanone zu stehen, ist natürlich clever.
ja, das war dann auch das schon die Terrorkanone. Cool. Und wir haben die komplette Area befreit. Ja, die freuen sich. Cool. Dann machen wir jetzt die C-Mission. Die sind tatsächlich immer so ein bisschen knifflig. Da muss man nachdenken tatsächlich. Da gibt es dann meistens nur so ganz wenig Dynamit und so, mit dem man irgendwas machen muss. So. Genau, man hat hier, einer hat jetzt sein Special. Ich glaube, man muss sich eventuell, habe ich Hey geschrieben? Guck mal, ich habe irgendwie Hey in den Chat geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie. Scheint eine geile Tassenkombo zu sein, oh. Ah, warte, hier ist ein kurzer Auftritt von mir. Ach, warte mal. Wer ist denn Boris Butcher? Ist er Killbot? Das verstehe ich nicht. Boris Butcher ist doch gar nicht hier. Kann der hier? Oh. Okay. Das ist nämlich so, man muss, glaube ich, sich hier nach unten buddeln. Das war das mit dem und Denken. Man, also einer kriegt hier, pass auf, hier in dieser Kiste sind Granaten. Ja. Genau, die hab jetzt ich. Und man muss sich irgendwo lang sprengen. So, ich denke mal hier lang. Will jemand von euch vorgehen? Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Oh, falsch. Doch, das ist der richtige Weg. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich habe diese. So. So, jetzt springe ich hier runter. Weil ich hier die. Okay. Ja, guck, die Dornen sind weg. Jetzt müssen wir gucken, wo es lang geht. Oh nein! Das war dieser Klotz. Jetzt musst du da. Genau. Hier muss man noch aufpassen. Guck mal, diese Dicken fallen dann runter und man darf nicht drunter stehen. Genau. Also man muss hier so mit Bedacht alles machen. Ja. Du musst quasi jetzt da runter. Da ist wieder so ein Dicker. Ja, ja, aber ja, den musst du. Hier wäre natürlich geil, wenn du jetzt die Nails gehabt hättest. Weil dann könntest du die einfach runterschmeißen und dann hättest du den Typen gesprengt. Ach, aber Scheiße. Du hast leider keine. Aber vielleicht kannst du ihm dicke Steine auf den Kopf werfen. Genau. Ja, von da nicht. Ja, von da einfach gar nicht. Shit. Wie mach ich das denn jetzt? Wow, das war ganz gut. Das war ganz gut. Ich arbeite viel mit Weglaufen. Oh, schade. Jetzt müssen wir nochmal. Sauber. Ja, ich merke, okay, was du meinst. Nimmt? Ich habe die Nails, okay. Ja. Also hier musste man runternaden. Oder wir machen einen anderen. Vorsicht, die Steine. Ihr müsst auf die Steine achten. Ja. Da hat noch jemand Nails. Alles klar. Okay. Ja, sehr gut. So. Hier kann man sich aber auch durchschlappen. Ah ja, okay, geht schon. Also wie gesagt, hier muss man immer mit Bedacht vorgehen, Player 2. Ich dachte gerade, ich muss mit unseren Random-Spielern schimpfen. Nein, ich muss ja mit dir schimpfen. Aber wieso, ist doch alles okay. Ja, aber guck mal, jetzt kommen da diese Riesensteine, wenn mir fast auf den Kopf geht. Ja, aber fast. Nur fast. Guck mal, da unten sind die Dicken schon down. So, Vorsicht, hier, nicht so viel schießen. Da oben ist eine ganze Reihe mit Steinen. Da müsst ihr aufpassen, dass einem das nicht auf den Kopf fällt. Okay, haben wir's. Ich glaube, jetzt wieder links lang, muss ich so runterschlendern. Vorsicht, wir machen mal diese Steine da oben weg, damit uns die nicht auf den Kopf fallen. Schlendern? Noch nie war das Wort falscher benutzt. Wie, das ist doch schlendern. Ich finde das sehr schlendrig. So, Nate, falsch. Ja, die Nate kam gut. Oh, ist doch sehr gut. Oh, aber hat noch diese beiden, wenn ich da überbande, nee, das... Wow! Da hat einfach jemand den schnellen Weg genommen. Sau gut gelöst. Hier ist noch Ammo, für den, der noch keine hat. Genau. Wow, da kommt so ein Bohrgerät. Wie cool. Da kommen Gegner. Ah ja, okay. Da halten wir einfach drauf, würde ich sagen. Das ist meistens die Lösung. Ja, haben wir auch geschafft. Jetzt da links können wir dich befreien. Aber bist du jetzt tatsächlich als Robocop da, frage ich mich, weil eigentlich gibt's ja immer nur den Rambo-Dude. Ich bin der Robocop da. Cool. Aber du hast, ja, als Special hast du trotzdem auch deinen Special. Ammo voll, dann nehme ich das. Aber wir sind, glaube ich, eh gleich durch. Yeah, da haben wir den. Oh. Oh no. Das wäre der Hubschrauber, der uns befreit hätte. Aber da kommt ein neuer. Sauber. Puh. Ach, gut. Ich wusste nicht, dass man den Hubschrauber, der einen befreit, am Ende auch zu schießen kann. Das ist ja nicht.
Ammo Crate unlocked. Geil. Cool. So, jetzt Level 3 hatten wir, jetzt nur Level 4 anfliegen. Und oder, ja. Ich weiß nicht, wie lange wir schon zocken. Eigentlich müssen wir auch mal kurz, glaube ich, eine Werbung machen. Ich muss so dringend auch pinkeln. Das wird super gut passen. Muss zur Arbeit. Viel Spaß noch. Aldi, viel Spaß im Aldi. Ja, dann machen wir ganz kurz Werbung. Irgendjemand kann jetzt versuchen, den Slot von Aldi zu ergattern, denn er wird raus sein. Sag nochmal, wie das Spiel heißt. Broforce. Unser Game heißt Billroy. Das Passwort ist Bobby. Und ich... Müssen wir hier zu... Ach, das ist Area 2. Wir müssen in die Area 2. Ist das richtig? Ist das jetzt Mission 2? Ich bin mir nicht sicher. Hier waren wir schon, ne? Klar waren wir da schon. Wir haben ja auch... Wir müssen kurz Werbung machen. Ich mach mal hier so. Ich sag ganz kurz, wir gehen kurz in die Werbung. Ich verabschiede mich schon mal. Ich muss echt dringend pinkeln. Okay, ich gehe hier auf Werbung und dann bis gleich. Willkommen zurück im Hängi mit mir und Till Reiners. Wir zocken Broforce mit zwei Leuten aus der Community, gerade Killbot und den anderen Namen sehen wir gleich wieder. Wir müssen hier in die 2, glaube ich, gehen. Das müsste irgendwie Area 2 sein, obwohl wir schon ein Level namens 2 geschafft hatten. Aber sieht man das Spiel, Andi? Jetzt noch nicht, aber okay. Nicht, dass uns das nochmal passiert. Jetzt sieht man das Spiel und uns. Was ist denn PIP 2? Hä? Ich dachte gerade, guck mal, ich habe mich da im Mini-Vorschaubildschirm gar nicht gesehen, weil mein weißes Oberteil, egal, ja. Rein da. Qualität hat seinen Preis. Das andere heißt Zombie. YouTube ist gerade down? Oder woher kommt der schlechte Humor? Was? Haben wir schlechten Humor? Hä? Ich verstehe. Man sollte wir nicht einfach gar, so. Wir haben doch gar keinen Humor. Nee, man sollte vor allen Dingen nicht einfach so reingucken und irgendwas, irgendeinen Satz nehmen, der einen dann einfach nur verwirrt. Boris Butcher ist jetzt dabei. Er hat gerade schon mal mit uns gechattet, irgendwie hier drin. Ey, ich werde direkt totgeboren. Moment mal, wer ist. Du bist. Bin ich Player 2? Ich hab noch was gemacht. Ach, du bist. Ja, du bist aus dem LKW rausgefallen. Ich dachte gerade, ich wäre das gewesen. Aber ich bin Player 1. Das ist ja tot. Boris Butcher, mal gucken, was er. Och, jetzt Leute. Hat mir irgendjemand was auf den Kopf geschmissen. Ja, das war zu viel. Das war einfach zu viel Sprengkraft. Boris Butcher, da bist du. Vorsicht, du hast diese sehr rückstoßende Waffe. Die ist ein gutes Dauerfeuer. Man kann auch hüpfen und in die Richtung schießen, aus der man gekommen ist, um weiter zu hüpfen. Da bin ich. Ich bin der blöde MacGyver, Bro-Guyver, der einfach nicht so der coolste ist. Also, vor allen Dingen seine Waffe ist halt anstrengend. Er kann halt Dynamit schmeißen. Hier seid ihr alle wieder da? Nee, doch nicht. Nee, wir haben leider 2 verloren. Okay. Okay. Kurz warten. Jetzt den Boden unter den Füßen wegsprengen, dann fallen die nämlich einfach so ins Verderben. Das ist der Trick an diesen Stellen. Genau so. Dann werden die nicht mehr respawned. Nee, die Kisten will ich jetzt nicht auf den Kopf werfen. Oh nee, ich wurde erschossen. Ich wurde ganz erzielt ersnipert. Aber Killbot wird regeln. Und er befreit Player 3, die beiden... Boris Butcher, du bist Boris wieder Butcher. Da. Also, falls du es nicht gemerkt hast, du stehst da gerade unten. Er hat's gemerkt. Aber er Boris weiß, Butcher macht noch nicht so viel. Nö. Wartet erstmal ab. Ja, muss er erstmal ein bisschen Karte erkunden. Erstmal klarkommen. Na klar. Er hat sein Special benutzt. Also, du läufst mit dem Steuerkreuz. Hab ein Overlay. Hab ein Overlay? Was für ein... Ach so. Dann drücke, also wenn du einen Xbox-Controller hast, benutzt die Taste mit den 3 Strichen. Ja, von der Character Prüse. Ah. Nuben? Okay. Nuben. Ja, er ist am Rumnuben. Ja, da ist er wieder voll da. Wieder voll im Game. Aber er hatte dieses Overlay, was ich ja vorhin auch hatte, wo du mir erklärt hast, ey Andi, du hast gerade den Chat aufgemacht. Ja, genau. Wo ich es einfach erstmal nicht geglaubt habe. So, schön, wie sie ganz entspannt langsam spielen. Hier sind wir alle wieder am Start. Ach, ich hab die Zirpen-Grille. Alle wieder vereint. Achtung!
So, den da unten sollten wir. Oh. Boah, das ist schon ein bisschen verwirrend auch. Okay, ich gehe einfach mal voran. Ach, guck mal. Sombre hat sich eingeloggt und benutzt den Chat und fragt, ob er im Fernsehen ist. Ja, er ist jetzt im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch in diesen in-game-internen Chatroom rein können. Weil so hat Boris Butcher, der war einfach auch schon länger in unserem Spiel mit drin und konnte dann, als Aldi Nord uns verlassen hat, mitmachen. Ha! Ich bin sehr stolz, du bist mit dem Helikopter abgehauen. Till Reiners, das erste Mal überlebt bei einer Befreiungsmission. Wahnsinn. Ich fühl mich richtig gut. Wie ein Experte. Expert Mode on. Okay. Boah, mit vier Leuten ist es echt wild. Ja, ich habe auch echt oft Probleme zu gucken, wo ich bin. Ja, ich glaube auch, da kann man sich einfach durch. Shit. Ballern. Okay, ich bin hochgekommen. Hier ist noch ein Bro zu befreien. Es ist natürlich besser, den Bro erst zu befreien, wenn tatsächlich einer aus dem eigenen Team down ist. Vorsicht, Sprengfässer. Haut da besser ab. Ich habe leider nur diese blöde Dynamit, deswegen. Noch ein Bro, jetzt bin ich. Ah ne, P3 ist wieder da. Und er ist Bro Shady. Achtung. Hier unten ist noch ein Bro zu befreien. Vorsicht, nein! Oh. Standst du da drauf? Ja, das okay. War. Ich bin da hingesprengt worden. So. Zack. Okay, da bist du wieder. Ja, da bin ich wieder. So, und die. Oh nein! Kurz vorm Ende hat mich dieser Typ noch erwischt. Nein, ich komme nicht mit aus. Natürlich geil, wenn wir es mal schaffen, dass alle vier tatsächlich an den Helikopter springen. Ja, das dass man super. Tatsächlich so zu viert wegfliegt. Bro! Warum sagt er nicht 3, 2, 1, Bro? Ja. Der hat einfach nicht diese Poetry Slam Wortspielausbildung genossen wie du, Andi. Ich hab keine Ausbildung genossen. Apropos genießen. Ah! Leute! Mich hier durchs Erdreich ballern. Genau. Schön den Weg freigeballert. Vorsicht, das ist ein Minenfeld. Aber Killerbot ist wirklich gut am Start, muss man sagen. Ja, er ist ein guter Player. Muss man ihm wirklich mal auch zugestehen. Er spielt das nicht zum ersten Mal. Ich glaube, ich bin Indiana Thema, Browns. So viel zum Thema Wortspiele. Ja. Warum bin ich schon wieder weg? Ich verstehe es nicht. Weil du nicht aufgepasst hast. Okay, I'm alone. Nee, I'm not alone. I am not alone. Da unten sind sehr viele Dudes. Ich habe keine Nades mehr. Ist schade. Ich befreie irgendwen. Und wer ist es? P3. Boris. Es ist Boris, der Schlachter. Der vorhin ein Overlay hatte. Vorsicht! Wow! Ja. Vorsicht to myself. Nein, befrei doch erst den Kollegen! Oh nee, jetzt ist die Mission gescheitert, weil er nicht den Kollegen Leute, befreit. Wir müssen mehr zusammenhalten. Wir müssen mehr zusammenhalten. Es geht hier um Freundschaft, um Bruderschaft. Es wäre geil, wenn es noch diesen Cupido-Engel gäbe und der hieße dann einfach Bromance. Romantic. So, ich spreng uns hier durch. Da bist du wieder. Ja, ich gebe hier immer so ganz kurze Gastspiele, aber es sind. Oh, vielleicht will ich mal hier oben lang, weil das sieht ganz gut aus eigentlich. Ich muss hier das Hühnchen. Das ist eine Zeitbombe, eine Hühnchen-Zeitbombe.
Boris, ich finde übrigens gut, dass du ungefähr genauso oft stirbst wie ich. Oh nein, jetzt bin ich auch... Das macht mir wirklich Mut. Guck mal, Killbot wird nämlich jetzt erstmal die Bros befreien, bevor Killbot er hier weitergeht. Killbot ist einfach so der Chef, da bist du wieder am Start. Da oben ist noch ein Bro, der zu befreien wäre. Oh, er aber schwer zu erreichen ist. Ja. Er hat aber auch die geilste Waffe gerade. So, Machedi. Nein, warte ja. mal. Ja, oh, das habe ich nicht gesehen. Ist es Bronan der Barbar? Ja, ne? Das passt ja. eigentlich ganz gut zu Boris Butcher, weil der kann mit diesem Schwert, kann man eigentlich ja ganz gut schlachten. Oh nein, da ist ihm so ein Stein auf den Kopf gefallen. Aber Killbot rettet den Tag. Wie eh und je. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute noch so oft von einem Tötungsroboter gerettet werde. So, jetzt aber mal. 3, 2, 1, Bro! Jetzt aber mal mit Konzentration. Ich habe auf jeden Fall Rockets. Das ist. Oh, wer hat den Airstrike benutzt? wer hat mich mit dem Airstrike zerfetzt? Wow, wow, wow. Okay. Ein bisschen konzentriert hier vorgehen. Ich muss das Steuer kontrollieren. Wir leben alle. Wir leben alle. Achtung, nein. Der war sehr gut platziert. Geil. I'm on the top, I'm on top. Yes. Oh nein, ich bin Sprengboy. Okay, lass uns zusammen an die Fahne springen, an den Hubschrauber springen. Alle zusammen. Ach, er kommt hier noch gar nicht. Oh nee, wie ärgerlich. Oh, Endboss. Ups. Terrorcopter Air Superiority Technology! Okay, dafür brauchen wir mehr Bros. Wir befreien die einfach mal noch. Ashbrolians. Kettensägenarm. Geil, er hat einen Kettensägenarm. Ja. Klassisch. Okay, wo ist. Da ist der Terrorcopter. Oh. Ich kann ihn ganz gut ziehen mit dem. Nee, kannst du gar nicht. Doch, oder? Doch. Ja. Oh. Na, das nächste. Ich muss höher. Mhm. Der muss noch mal näher kommen. Aber da unten sehe ich noch, dass ich einen Bro befreien kann. Da ist der Bro. Warte mal. Ja. Tada! Sehr, sehr gut. Geil, wenn den Terrorcopter besiegt. Na, 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 na. Killbot, der Bro in der Brandung. Ja, Mann. Emma Stone. Emma Stone guckt uns zu. Geil. Ja, 4 oder 5? Erstmal 4. Schön Hochhäuser. Threat Level Red. Let's move fast, Bros. Boah, es gibt auch so teilweise, das wird nachher nämlich teilweise echt noch ein bisschen schwerer. Er hat gesagt, let's move fast, Bros. Deswegen move ich gerade so fast, einfach voran. Ja, ist gut. Ich folge dir. Oh, Mann. Ich kann ja nichts kaputt machen im Prinzip. Ich bin Indiana Jones. Nein! Wow, ich bin in der Luft explodiert. Aber zum Glück ist da zwei zu befreiende Bros. Sogar. Means, sauber. Wir sind alle wieder da. Oh, Vorsicht, das rote Fass, da habe ich immer Schiss vor. Wir sind alle wieder da. Okay, wer hat irgendein Special, wo man den Typen gut...
Ach, okay, ich kann kurz unverwundbar sein als Terminator-Dings. Ah. Oh! Fuck. Weggefahrstuhlt. Ich glaube, man muss da ganz oben auf den Turm drauf mal zum irgendwas machen. Spring mal rein. Geh doch zu den Leuten in den Fahrstuhl. Ja. Tee, was machst du denn? Nun steig doch mal bei den Leuten ein. Die holen dich hier extra ab und warten auf dich. Eben nicht leicht. Noch höher. Nee. Oh, nein. Nee, das war gar nicht so gut. Als überlebt. Ciao, Till. Ciao. Du lebst aber noch. Guck mal, da unten stehst du. Ja, krass. Da unten stehst du. Ja, ja. Ja, was soll ich machen? Da kann ich nicht hoch. Da bist du wieder. Da bin ich schon wieder. Sauber, läuft auch. Ich weiß nicht genau, was du da gemacht hast. Ich hab viel geleistet. Aber das Team. Ich hab viel geleistet. Oh Mann. Let's move fast, Bros. Let's go. Na, wo sind wir? Okay. Ich befreie den Bro. Wer bin ich? Ah, okay, ich bin schon wieder der dämliche Bro-Guyver. MacBrover. Wow, 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 wow. Wow, 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 okay. Das ist halt bei meiner Waffe auch so, bei diesen Dynamit-Dings, die Leute, dem bleibt das erstmal am Körper haften, ja. Und dann explodiert es erst, weißt du? Ja. Die haben noch Zeit zu schießen und so. Das ist natürlich nicht das Geiste. Nicht die geilste Waffe. Dafür aber es ist schon ein bisschen lustig, denen das so in die Hand zu geben. Ja, das stimmt. Da ist Boris Butcher wieder. Kann ich hoch. Hab ich nicht einen Airstrike? Nee. Doch, das ist ein Airstrike. Ist das kein Airstrike? Ich weiß nicht. Ja, doch, das ist ein Airstrike. Ich habe einen Airstrike angefordert. Oh Gott, wir haben irgendwas gezündet, was jetzt... Okay, alles gut. Genau, das war ärgerlich. Was, warum rennt er da hin? Die werden runtergefallen. Mann. Das war aber nochmal besser. Boah, ich bin ja der Peitschboy. Was ist Indiana Bronas sein Special? Ah, so eine Peitsche, oder? Nee, sein Special ist, er hat Schüsse aus einem Revolver. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Nee, das ist auch, ja, ach so. Doch. Ja. Sehr gezielte Revolverschüsse sind sein Spezial. Das Gute ist, dass sie einfach unendlich Reichweite haben. Ich glaube, die fliegen einmal komplett über die gesamte Scheißmelde. Maximal tödlich. So, wir befreien jetzt dich. Geil, danke. Oh, ich bin down. Sind so ein paar Leute down. Ah. Killbot und Boris Butcher müssen regeln. Nee. Nee. Try again. Ja. Three, two, one, bro. Ich glaube, man muss einfach tatsächlich fest, also schneller sich fortbewegen. Na, haben wir einen neuen Bro? Ja. Mr. Andy Bro! Hat dich, ne? Direkt gemerkt, wie du innerlich aufgeblüht bist. Nein, Mr. Andy Bro! Wollen wir einfach rüberjumpen? Ja. Möglichst weit, ja, ne? Ja, komm. Yes! Das war gut. Okay, weiter. Einfach weiter. Just go on. Nein! Ja doch, ich bin noch da. Bin noch da. Judge Dredd ist am Start. Mit. Yep. Okay, wie viele Lenkraketen habe ich noch? Ich habe noch 2 Lenkraketen. Ich verstecke mich mal kurz hier und schieße meine Lenkrakete auf das Ding. Zack. Und bin dabei gestorben? Wie bin ich denn dabei jetzt gestorben? Ich habe mich nur auf die Lenkrakete konzentriert und nicht auf meinen eigenen Körper.
Das war aber ein schöner Abschied von dem Ding. Das hast du schön gemacht. Das hast du einfach in den Keller befördert. Ja, ja. In den Keller gebombt. Cool. Vorsicht! Oh Gott! Witzig, die haben eh schon Dynamit an, ja, und du bekämpfst sie mit Dynamit. Fighting fire with. Fire. In dem Fall, ja. Da kommt ein Auto von oben. Vorsichtig. Kann sein, dass es dich gleich platt macht. Till, was geht? Du hast dein Special benutzt, bist gerade für einen Moment unverwundbar. Oh oh. Schieß, oh Gott! Ich kann nicht schießen. Irgendwie. Wie? Aus irgendeinem Grund? Nee, du musst länger gedrückt halten. Das ist eine Ray, also so eine Tommy Gun, die braucht ein bisschen, bis sie anläuft. Aber befrei erst den Bro da unten. Ah ja. Oh Gott, oh Gott. Vorherige Windows-Version löschen. Der Speicherplatz auf ihrem Computer weg. Oh, ich bin's. Okay, fuck. Gerade auf diese Windows-Hinweise konzentriert. Yeah, Flugzeug. Tschüss. Ciao, Till, ich hab dich mal zurückgelassen, ne? Ey, das Teamwork, ist okay. Mr. and Bro. Vorherige Windows-Version löschen. Geil. Weiter geht's. Na, alle bereit? Yes. Ah, ich will draufstehen. Ah, nee, warte, ich geh mal von außen. Dann könnt ihr mit dem Fahrstuhl entspannt machen. Ich dachte, hier geht's weiter. Nee, doch nicht. Wow! Nee, ich glaube, erstmal, wenn da ein Fahrstuhl ist, sollten wir vielleicht mal ganz hochfahren. Ja, warum nicht? Ich erwarte euch hier. Ich wollte einsteigen, ihr seid weggefahren. Okay. Ja. Nein, hochfahren. Also wir haben noch 10 Minuten. Ja. Und dann müssen wir aufhören, was sehr traurig ist. Okay, einen sehr hoch gut. Und den Bro befreien. Terminator Bro. Brominator. Geil. 10 Minuten, wenn wir diese Aber hier ist diese gruselige Musik. Ich glaube, es wird ja einen Endboss geben. Player 4. Ich glaube, du musst springen. Du musst es machen. Tu es für uns. Töte dich für uns. Sei ein Bro. So nett. Robocop. Da ist er doch wieder. Da ist er doch. Oh, wer ist er? Warte. Du bist ein Gegner. Nein, geht ein bisschen nach rechts. Ich muss mein Todesdings dahin targeten. Shit, hat nicht geklappt. Ja. Ist er down? Man kann einsteigen! Geil. Okay. Das ist ja nur gut. Ich vergessen. Wow, er kann sogar fliegen. Ja. Er kann alles. Okay, ich, tschüss. Tschüss, Freunde. Andi, hast du dich jetzt umgebracht damit? Ja. Oh, nee, er steht da unten noch. Aber ohne den Suit. Guck mal, hier bin ich noch. Ja. Aber ich glaube, ich habe kein Benzin mehr. Da. Achtung! Oh. Okay, ich habe ihn. Jetzt habe ich mich umgebracht. Ah, da bin ich wieder. Ja. Wow! Da ist noch so ein Ding gegenüber. Ja, ja, oh Gott, ja. Den musst du erwischen. Oh, fuck. Okay, Blade ist da. Das bin ich. Das bist du. Ja, das ist keine gute Waffe gegen ihn. Mit dem Schwert. Doch. Boah. Wieso habe ich so viele extra Leben? Weil du einfach gut bist, Andi. Noch einen. Ja. Brominating. Ah, da ist der Helikopter gewesen. Kommst du bitte wieder, Helikopter? Der ist da ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen ey, springen, oder okay, so. Der ist geglitscht. Was heißt das? So. Scheiße. blöder Moment, blöde Situation. Mal gucken, ob ich diesen Helikopter jetzt zerschießen kann oder so.
Hallo Helikopter. Hubschrauber. Ah ja. Okay, ich muss mich mal kurz durch die Erde durchbuddeln. Schade. Das war ein Glitch. Ärgerlich. Aber man kann in diese Dinge einsteigen, was sehr geil ist. Okay, da haben wir ihn verloren. Da ist er wieder da. Die sind sehr schwer. Nein, mach die nicht kaputt, er ist doch schon... Folgt mir. Steigt den, also mit dem, mit... Oh Mann, ey. Mit, also auf, auf dem PlayStation-Controller wäre es Dreieck, um zu einzusteigen. Und hier ist es auf dem Xbox-Controller, das ist Y. Wir haben noch 5 Minuten, okay. Dieses verdammte Mäppchen werden wir wohl noch schaffen. Eigentlich hätte Killbot hier einsteigen müssen. Ich glaube. Oh, oh. Oh nein! Ach ja, ich bin ja noch der... Ja, war natürlich sehr dumm von mir. Da habe ich nicht, da hab ich nicht gedacht, dass sowas passieren würde. Wir hatten diese Map ja schon geschafft. So, irgendwen habe ich befreit. Nee, ich kann als Bot niemanden befreien. Also mit Dreieck steigt ihr ein, also mit Y. Yes. Musst du gedrückt halten, dann fliegt er so weit hoch. Oh, ja. War keine. Wow, gute... wow, 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 wie er es macht. Das ist halt dein Way. Guck mal. Ja. Einfach durchgraffen. Ja, Mann. Scheiß auf den Rest. Einfach machen. Ja, mal besser. Schönes Ende. Ja, wir haben noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, eins können wir noch. Guck mal, 1:28 haben wir für die Map gebraucht. Können wir noch 2, 3. 17. Jetzt durchballern. Wir spielen das Spiel durch. Stark. Pip. Pip. Ich liebe das Game. Der Heli ist abgestürzt. Okay, hier ist ziemlich kommunistisch. Roter Hintergrund. Na? Oh, das scheint ein erlebt. Speziallevel zu sein. Hochgradig lang zu laden, ja? Ja. UHD. Oh Mann. Leute. Oh nee, ich bin auch das schon wieder. Das ist doch nicht. So. Oh, das scheint wirklich ein. Das war. Ich glaube, wir haben amtlich. Einfach am Anfang zu viel rumgeballert und uns selber getötet. Vielleicht nicht schießen. Erstmal nicht schießen. Ach so, da sind auch direkt 2 Kollegen. Ja, die werden aber überfahren. Das ist ein Airstrike. Ich weiß nicht, wer gerade die Airstrikes befehligt. Ja, ich glaube, das ist einfach im Level drin. Echt? Ja. Okay, dann muss ich. Da muss ich ja ganz anders spielen. Komplett anders. Richtig. Du musst die Strategie wechseln. Okay, einfach. Wir alle. Da muss man einfach. Okay, Rush. Ja. Ich sage Rush. Just Rush. Super brutale Durchrushen. Vorsicht mit den Fässern. Immer Bros befreien, wenn ihr welche seht. Und einfach sonst Rush. Ja, okay, ich habe dahin super Strategie. Ey, das ist super schwierig. Ich bin noch da. Also. Ja. Okay. Ja, die anderen waren zu langsam. Was, das sagt die? Ja, wir haben noch mindestens 2 Versuche. Bros befreien. Oh. Okay. Hier unten lang.
Vorsicht, Vorsicht, da ist ein genau explodierendes Fass. Oh nein, hat mich im Flug erwischt. Ihn hat's auch zerfetzt. Einmal noch. Einen Versuch haben wir noch. Einen Versuch haben wir noch. Was haltet ihr von Raumluftentfeuchtern, Drool? Nimm einen Bautrockner. Wenn du richtig was feucht hast, einen Bautrockner, miete dir einen Bautrockner. Mikrofon aktivieren, was ist hier los? Sorry, ich hab die Taste gedrückt. Oh, drück nochmal. Geh weg. Oh nee! Ich bin schon wieder gegen so ein Ding gegengesprungen. Aber da kommt ja gleich ein Bro. Das heißt, ihr könnt mich befreien und für gute Laune sorgen. Danke. Okay, durchrushen ist, glaube ich, nicht. Das Spiel ruckelt auch wirklich. Ja, wegen der Airstrikes. Also, was meinst du so einem echten Airstrike? Dann ruckelt das alles so. Hast du schon Speicheroptimierung aktivieren. Wow. Wow, 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 wow. Da bist du wieder. Ja. Du hast verlegen auf den Boden geschaut, ne? Ich hab geguckt, wie ich den Speicherplatz optimiere. Ah, da bin auch ich. Ja, wir haben das gleich. Ich gehe davon aus, dass wir das jetzt noch schaffen. Wow, okay, ich bin down. Du befrei den Bro. Ich bin wieder da. Geil. Luftstrike. Ja. Minenfeld. Oh, Vorsicht, Minenfeld. Als wär's nicht schon schwer. Boah, genug. Ist das eine Hölle, ey. Ja. Ist das eine Hölle. Wie im wirklichen Leben, ey. Ah, Killerbot macht's aber auch einfach. Er macht's, wie geil er ist macht. Denn dieser Move? Und am Ende von einem Hund angeknabbert. Ich glaube, am letzten. Ja, ein letzter Versuch. Letzter Versuch, dann sind wir raus. Ja. Dann. Oh, dann. Geben wir ja, das Einbrüche bei so einer Pimmelgrafik, das denke ich auch, ey. Ja, ich das weiß. Das ist nicht mal SVGA. Ja, ich glaube, eine Voodoo-Grafikkarte wird das besser hinkriegen. Hier muss das Minenfeld zerlegen. Hier kommt's. Ja, es ist echt, wie das ruckelt, Mann. Das ruckelt echt wie Sau. Kann ich hier jetzt mein Special benutzen? Ey, es ist mega am Ruckeln. Ich weiß nicht, was der PC hier gerade alles sonst noch so macht. Ja, okay, der ist jetzt down. Ich wollte den eigentlich. Ja, das Spiel läuft nicht so gut, aber danach ist die Festplatte auf jeden Fall defragmentiert. Das ist wieder Ordnung. So, hier ist das Funkhaus und jetzt. Who made it? Who made it? Wow, Andi. Ja, ich bedanke mich bei beim Killer Robot, der von Anfang bis jetzt gerade mit Windows Update. Okay, liegt am Windows Update. Ja. Es ist nicht unser Gaming PC, ist nicht schuld, sondern Windows. Danke Microsoft, dass du diesen schönen Tag so ruiniert hast für uns. Ja, das war Broforce mit Till Reiners, mit Boris Butcher, Killbot, mit Aldi Nord, der vorhin mitgezockt hat. Richtig. Brückentag-Day. Wir haben viele Brücken zerschossen. Das war unser persönlicher. Jetzt müssen wir abrücken. Da kommt auch eine Brücke drin vor. Haut da rein. Schönen Tag, schönen 1. Mai. Ich bin Hi für 3. Ciao. Und muten.